Ja, hallo liebe Freunde, zurück bei Transportfieber. Ihr habt mal gespielt? Selbstverständlich. Ja, da kommt gerade unser neuer Zug, der die Brote bringen soll. Wir schauen gerade mal mit. Ja, 6 Brötchen sind schon dabei. Ja. Ja, kurz schauen. Ja, wir machen gut Plus im Jahr, wenn wir nicht gerade bauen. Ja, 25 Millionen, 6 Millionen. Ja, ist eigentlich alles im Rahmen. Gut, wir haben ja noch ein paar andere Städte, und zwar hier. Ja, ich glaube, die drei sind die letzten. Das wäre auch... Nee, die 3 sind, glaube ich, da, ja. Den Rest haben wir, glaube ich, alle. Ja, ich würde mal sagen, wir machen eine neue Personenzugstrecke. Und zwar, dass wir hier dieses Dorf mal an Helgoland anbinden. Mittels Regionalverkehr. Da würde sich es eigentlich relativ schön anbieten, wenn wir den Bahnhof hier hinstellen. Auch wieder so was Schnuckliges, Regionalbahnhofiges. Ja, der mit 160 Metern ist mir fast ein bisschen zu klein, ehrlich gesagt. Aber wobei, ja, vor allem ein Bahnsteig. nee. Was haben wir hier noch? Da können wir wenigstens 200 Meter ausbauen. Oberleitung. Wir lassen mal die Holzschwellen drin. Ich würde hier gleich mal auf 4 Gleise gehen. Was ist denn hier? Haus, nichts. Shelter. Okay. Asphalt, Tramgleis brauchen wir. Ja, wir können das mal hier machen. Würde ich jetzt sogar machen. Zweite Straßenanschluss, nein. Tramtrack und Second Street. Brauchen wir nicht, haben wir ja nicht. Ich würde das nämlich jetzt gleich mal so hier hinstellen. Zwar ziemlich dicht an die Häuser ran. So nah wie es zumindest geht. Auch wenn es da vorne die Häuser dann verschwinden müssen. Zumindest. Für diesen Städtchen ist ja das eigentlich ja im Prinzip kein Problem. So geht's mal. Hier vorne rein. Dann hier düsen wir gleich mal mit den Gleisen raus. Jetzt müsste ich wieder mein Gleis haben. Ja, die sollen ja natürlich auch keine Schnellzuganbindung kriegen. Da wird die wahrscheinlich die rund 200 km/h Gleise sogar ausreichen. Wenn ich hier nicht wirklich einen Schnellzug hinschicken möchte, vor allem schon nicht wegen der Bahnsteiglänge. Also habe ich jetzt fast vermutet, dass es nicht so gut geht. Und so kommen wir noch immerhin raus. Die hier rüber. Mal schauen, ob wir hier noch die Kreuzweichen hinbekommen. Hätte mich jetzt gewundert, wenn das gehen würde. So komisch, wie das hier jetzt ist. Ja, weiter vorne geht's dann, okay.
Hier drüben geht es dann eben wieder nicht. Wir versuchen das einfach mal auf die Seite. Will einfach nicht. Ja, das ist wahrscheinlich hier, weil das Gleis auch nicht sauber anliegt, dass das nicht geht. Und normal ist das eigentlich nicht so ein Problem. Aber anscheinend hat das Spiel hier absolut nicht so gern. So wie das aussieht. Ja, und jetzt will es gar nicht mehr. Okay. Reißen wir hier nochmal alles weg. Machen wir das ein bisschen in kleineren Schritten. Vielleicht geht es dann eher. Nee, geht nicht, will nicht. Keine Ahnung wieso. Scheint die irgendwie tatsächlich nicht zu funktionieren. Aus irgendeinem Grund. Ich soll einfach mal hier ein bisschen kleiner machen. Ja, geht auch nicht. Okay. Jetzt hier halt eine Oldschool-Weise. So. Gut. Ja, die Gleise können sie hier halt nicht wechseln. Müssen sie, glaube ich, auch nicht. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mit den Gleisen jetzt da oben hin. Natürlich nicht hier rein, sondern hier oben. Können wir eigentlich hier unten durch. Einfach mal in die Richtung. Wäre das. Vielleicht noch hier durchs Wäldchen durch. Schließlich müssen wir da auch ein bisschen Schwung nehmen, dass wir da auch unter der Brücke durchkommen. Nicht, dass wir da an den Säulen noch hängen bleiben. Reden sollte man noch können. Gut, so die Brücke ist genug hoch. Ja, rein müssen wir irgendwo hier. Schauen, komme ich da über die Straße rüber? Ja, kommen wir eigentlich. Ah! Ja, aber nicht mit dem zweiten. Doch. Ha! Von der anderen Seite geht es eben doch. Das ist der Bahnhofsvorfeld, von dem her können wir das machen. Jetzt haben wir hier drüben aber noch das Gleis vom Güterzug. Oha. Ich würde sagen, hier gehen wir ziemlich nach oben. Gibt es hier halt ein bisschen so eine Rampe. Dann gehe ich vielleicht hier rüber. Ja, das ist genug tief. Sollte eigentlich. Ja, super, jetzt haben wir ja noch eine Brücke ohne Pfeiler. Das ist ja eh scheiße. So, schütten wir auf. Hallo? Ja, das war jetzt nicht beabsichtigt, dass da noch ein Stück ohne Aufschüttung bleibt.
So, jetzt ist das auch repariert. Gehen wir den hier hin. Und sagen wir, gehen hier rüber. Jetzt möchte ich da aber gerne eben bleiben. Und zwar gleich eigentlich mit. Haben wir hier noch eine Brücke, die 120 zulässt? Ohne dass wir gleich wieder die Teile nehmen müssen. Die haben ja einfach kein Geländer. Die hat auch kein Geländer, aber. Ja, nehmen wir halt die. Die Schnellzugbrücke. Bleibt ja nichts anderes übrig. Nee! Ja, der Seite geht's, ja, hab ich fast befürchtet. Na gut, dann nochmal demontieren das Ganze. Dann hier noch anpassen. Ja, jetzt sollten wir aber das innere Gleis zuerst nehmen, dann das andere. So. Ja, und da kommt gleich schon mal der Güterzug daher. Hallöchen. Ja, du fährst jetzt ganz bestimmt leer rum. Ja, habe ich befürchtet. Hätte mich gewundert, wenn der jetzt wieder was dabei gehabt hätte. Wobei, im Nachhinein kann der dann ja immer noch Sachen mit zurücktransportieren. Das wäre ja auch dann der Sinn der Sache. Nehmen wir hier aber mal die Brücke, dass wir nicht überall das gleiche haben. So, jetzt müssen wir hier noch den Gleisen da unten durch. Da hinten die zusammenhängen. Ja, das funktioniert ja problemlos. Jetzt bin ich aber. Ja, super, das ist nicht zusammen. Gut. Hallo. So, dann fehlen hier wieder die Signale. Nehmen wir mal das Teil, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Hier Signal haben wir, glaube ich, nicht. Hier sowieso nicht. Hier fehlt sowieso noch die Kreuzweiche. Die müssen wir sowieso noch machen. Einmal Kreuzweichen bitte. Hallo, Spiel. Aha, da kann ich nicht so weit nach vorne. Hätte ich die zuerst gebaut, dann hätte ich das gemerkt. So, einmal hier. Dann das Signal machen wir hier vor dem Bahnübergang. Da haben wir, glaube ich, haben wir hier das Richtige. Ja, zweiseitige Schranken, das ist okay. Können wir belassen. Dann würde ich aber hier oben gerne das Signal haben. Wir haben bitte nicht unterhalb, sondern vor der Brücke und nach der Brücke. Dann machen wir hier drüben dasselbe. Hier und da. Dann hier gleich mal. Hier und hier. Da würde ich es sogar in den Wald reinsetzen. Respektive am Waldrand. Dann hier. Ja, da können wir, glaube ich, noch eine hinmachen. So ein langer Zug wird es das auch nicht werden. Jetzt hier ein Signal. Ja, und hier am Bahnhof natürlich die Ausfahrtssignale.
mache ich wie immer hier hin. So. Gut. Dann Linie machen und ja, natürlich den Zug kaufen. Einmal von hier nach da unten. Zack, hat geklappt. Dann wäre das Personenregio Zug. Helgoland mit L geschrieben. noch. Wie heißt das? Sieten. Okay. Sieten mit IE geschrieben, hä? Okay. Komischer Name für eine Stadt. Naja, nicht unser Problem. Ja, den Zug bräuchten wir. Jetzt ist nur die Frage, funktioniert das von dem Depot aus? Gut. Wir versuchen es einfach mal, würde ich sagen. Ich mache noch eine Sicherheitsspeicherung. Ja, und im Notfall, wenn es jetzt halt nicht funktionieren würde, würde ich den Zug halt in der nächsten Folge oder zwischen der Aufnahme nochmals kaufen und würde da hinten halt ein Depot hinsetzen. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass das Depot so funktioniert. Ich das hoffe. Wir sollten nur mal was anderes drauf machen. Das ist ja nur, glaube ich, der eine Wagen. Kann das sein? Bern-Neuenburg bauen. Machen wir denn die Wagen dazu? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Die haben wir eben schon auf der Anlage. Ja, viele Züge haben wir eigentlich nicht mehr zur Auswahl. Weil die ÖBB, die funktionieren alle nicht bei mir, die sind, haben keine Textur. Den Triebzug Talent Bombardier. Der weiß ich eben auch nicht, ob der Textur hat, das werden wir jetzt aber gleich herausfinden. Nee. Oh man. Ja, auch keine Textur. Gut. Haben wir probiert. Wieso, dass die, alle die Züge keine Textur haben, das ist mir schon ein Rätsel, weil geupdatet habe ich die mal. Aber es geht irgendwie immer noch nicht. Und man könnte natürlich auch solche Trommel aufsetzen. Die hier haben wir, glaube ich, noch nicht. Wenn es mir recht ist. Was hat der eigentlich für eine Länge? 93. Könnten wir fast eine Doppeltraktion draus machen. Ja, wir belassen es mal bei dem einen Zug. Ja, da kommt gerade auch noch. Cool. Ja, und da wird schon wieder gebaut. Wie das irgendwie üblich ist bei Transportfieber. Ja, ich würde sagen, die Mietfahrt machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo und dann freue ich mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Tschüss.